Hallo ihr Lieben, mein Name ist Dr. Corinna Seiter und ich möchte euch heute etwas zum Thema Unterhalt erzählen. Und zwar kommt es nicht selten vor, dass ihr plötzlich von der Sozialbehörde angeschrieben werdet und aufgefordert werdet, euer Einkommen nachzuweisen, insbesondere das Nettoeinkommen der letzten 12 Monate, weil ihr für irgendjemanden unterhaltspflichtig seid. Und zwar kann das sein für den Ex-Partner, es kann sein für Kinder, die nicht bei euch leben, oder es kann auch sein für eure Eltern. Und ihr seid dann verpflichtet, Auskunft zu erteilen. Und dann fragt ihr euch, was kann ich denn da hinschicken? Also ihr seid da absolut verpflichtet, die letzten 12 Verdienstbescheinigungen hinzusenden. Ihr könnt allerdings auch Dinge abziehen, zum Beispiel die Berufsunfähigkeitsversicherung beim Unterhalt für den Ex-Partner. Dann könnt ihr zum Beispiel ehebedingte Schulden abziehen. Ihr könnt zum Beispiel Versicherung, Altersvorsorge, Fahrtkosten, berufsbedingte Aufwendungen, das könnt ihr alles abziehen. Und daher ist es auch wichtig, das alles mitzusenden. Viele vergessen das und wundern sich dann, dass der Unterhaltsbetrag dann so hoch ausfällt. Antwortet ihr nicht rechtzeitig, könnt ihr von der Sozialbehörde zum Auskunft aufgefordert werden mit Mahnung. Antwortet ihr dann immer noch nicht, kann es sogar ein Gerichtsverfahren geben und ihr werdet dann verklagt auf Auskunft. Und das kann nur teuer werden und da ihr sowieso verpflichtet seid, kommt ihr da nicht drum rum. Gerade in Bezug auf Eltern ist es für viele Kinder schwierig, denn viele haben vorher keinen guten Kontakt gehabt oder haben selber nicht das eigene Einkommen. Von daher ist es da recht sehr wirksam, da schon vorher sich das einmal ausrechnen zu lassen und vorher schon mal zu gucken, bin ich überhaupt unterhaltspflichtig? Denn man wird ja nur aufgefordert, aber ob eine tatsächlich Unterhaltspflicht besteht, das wird dann nicht geprüft. Also darauf solltet ihr euch dann berufen. Macht ihr das allerdings verkehrt, beruft euch darauf, dass ihr nicht unterhaltspflichtig seid, dann könnt ihr auch verklagt werden. Das heißt also in solchem Fall, wenn es um die Eltern geht, lieber zum Anwalt gehen und euch mal eben das durchrechnen lassen und beraten lassen. Das solltet ihr nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn da können leicht 1000 Euro und mehr im Monat auf euch zukommen. Und beim Kindesunterhalt müsst ihr auch noch darauf achten, dass ihr da zum Beispiel keine Schulden ansetzen könnt, wenn ihr dann unter den Mindestunterhalt fallt, weil der Mindestkindesunterhalt ist auf alle Fälle zu zahlen. Und dann haben mich mal viele Mandanten gefragt, wenn die Kinder 18 sind, ob dann auch die Mütter, bei denen zum Beispiel die Kinder dann leben, ob die auch herangezogen werden. Und das ist nämlich der Fall. Also ab dem 18. Lebensjahr ist es so, dass das Einkommen beider Elternteile zählt. Das ist vorher nicht der Fall. Da zählt es nur, wenn einer mehr als das Dreifache von dem anderen hat. Also wenn die Mutter mehr als das Dreifache von dem verdient als der Vater, kann die den Vater nicht zum Kindesunterhalt aufgefordert werden. Aber wie gesagt, beim 18-Jährigen zählt beide Einkommen und zwar quotal. Auch da solltet ihr das vom Anwalt eben einmal durchrechnen lassen, weil das recht kompliziert ist. Und dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Ja, viele fragen mich auch noch, kann das nicht so sein, dass ich das Geld an mein Kind zahle und nicht an die Mutter, weil die nutzt das nur für Reisen oder was weiß ich? Das geht leider nicht. Also es ist so, dass Unterhalt bis zum 18. Lebensjahr immer an die Mutter gezahlt werden muss oder an den Vater, wo das Kind lebt. Ab dem 18. Lebensjahr kann das Kind das selber entscheiden und kann sagen, es soll auf mein Konto. Sagt das Kind aber, nee, es soll auf dem Konto bleiben von der Mutter oder dem Vater, wo es lebt, dann habt ihr da auch keine, könnt ihr dem nichts entgegenhalten. Also da müsst ihr auch zahlen an das Konto, was euch angegeben werdet. Ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne hierzu eine PN schicken oder einen Kommentar, was ihr da noch gerne Näheres im nächsten Video wissen wolltet. Das war jetzt erstmal eine allgemeine Einführung. Ja, gebt mir ein Gefällt mir unter dem Beitrag. Ich würde mich da sehr freuen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!